Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt an meinem Herzen, von Europa meinem wunderbaren kleinen Lädchen, an einem fantastischen Tag. Und schaut mal, was ich euch mitgebracht habe von Keyplay. Das ist die High-End-Marke von Qmin. Richtig, den Lucky Hotpot K18001. Das ist ein Modular Building, ein Fest, 2500 Teile, 130 Euro. Da stehen wir, oder? Gucken wir uns mal entspannt an. Ich bin ganz aufgeregt. Aber wir haben, ich guck mal, Details jetzt hier hinten, es steht jetzt nur Steingemachtes, ist der Importeur. Dort habe ich es auch bestellt. Ich habe euch ja von Qmin bisher eher Spielsets gezeigt. Es ist das, wofür die bekannt sind. Und das ist deren quasi Creator-Expert-Serie, ja? Wenn man das mal übersetzen möchte. Es gibt so die City-Sets und es gibt Creator-Expert bei Lego. Und bei Qmin gibt es die Sherry, wie auch immer die das nennen. Und es gibt Keyplay, das ist dann die Top-Linie. Merkt man einem komplett anderen Auftreten von den Anleitungen, Box, das, was es dann wird, alles mögliche. Das Einzige, was gleich bleibt, sind die Bubblehead-Figuren. Richtig. Schauen wir es uns doch mal an. Ich habe diese grüne Platte, normalerweise habe ich ja so eine weiße Eisenbahnplatte hier, auf der ich euch die Figuren zeige. Thorsten hat mir nur, also von Stein gemacht, der Johnny, nur könnt ihr, hat mir die mitgeschickt, oder er schickt allen, die mit, die so ein Ding bestellen, weil er in seinem Video sagte, dass er mit der Grundplatte Probleme hatte, auf der das Modell steht. Hatte ich nicht. Also ich habe jetzt hier meine übliche Tischgeschichte, aber ihr seht, das geht hier mal drauf, mal das, je nachdem, wie wellig mein Tisch ist. Ich hatte keine Probleme. Ich habe es mal so gebaut und es hat geklappt, deswegen habe ich die jetzt über und dachte mir, das ist eine Vanille-Grundplatte. Ich zeige euch darauf die Bubbleheads. Damit fange ich mal an. Dann sind sie weg. Die sind speziell. Die muss man mögen. Gibt es auch mit kurzen Beinen. Die hat diesen überraschten Gesichtsausdruck, der macht mir immer ein bisschen Angst. Das war auch schon so, wenn ich mir irgendwie vor 20 Jahren beim Homeshopping diese Puppen da angeguckt habe. Da habe ich ja auch mal, die haben auch mal so einen überraschten Gesichtsausdruck gehabt. Ich komme mit dem nicht ganz zurecht. Der Print ist hervorragend. Die Frisuren sind der Knüller. Ich meine, guckt euch mal die Frise an. Was das immer im Profil, was das für ein riesiges Teil ist, ist unfassbar. Absurd. Und dann kommt es auf diesen riesigen Bubblehead drauf. Die Frise ist so groß wie die gesamte Figur eigentlich ohne Kopf. Riesig. Also, 6 Stück dabei. Der Koch zwinkert. Ich weiß nicht, ob das was Gutes bedeutet, aber das passt schon. Von der Reihenfolge habe ich das jetzt grandios gemacht. Ich möchte die Box natürlich noch loswerden, aber ich wollte die Figuren, die Platte hat mich irgendwie gestört. Weg. Das ist die Box. Die ist so ein bisschen würfeliger. Sie natürlich nicht, aber sie ist gedrungener als diese schlanken, hohen, langen Packungen, die ich ja sonst auch von Qmin gewohnt bin. Und schaut mal, seht ihr das hier? Seht ihr es? Das ist wie beim alten 7784 Batmobil, dass das erhaben ist. Man kann es ertasten. Super Hochglanz. Drumherum so ein bisschen seidig eher. Das ist alles sehr, sehr schön und das hier kann man alles ertasten, diese Details. Und natürlich das Gebäude an sich. Ist schön gemacht. Hier unten seht ihr K18001 Lucky Hotpot. Haben die eigentlich die Teile, Anzahl nochmal draufgeschrieben? Ich habe mir 2500 gemerkt. Ich hoffe, das ist jetzt richtig, dass ich hier keinen Unsinn erzähle. Ich schreibe es euch unter das Video doch eh nochmal drunter. Also Obacht geben, keiner soll sterben und so. Das wisst ihr. Hier ist auch das Importeur-Label. Und die Abenteuer-Rückseite. Nichts, vor dem man sich fürchten müsste. Ganz im Gegenteil. Oh, kaputt gemacht. Das spiegelt das Ding. Das ist eine wirklich schöne Box. Hier seht ihr, dass es ein Modular ist. Hier seht ihr die Ebenen, die wir abnehmen können. Das gucken wir uns mal an. Hier sind ein paar Szenen drinnen, damit ihr wisst, was ihr da anschaut im Zweifelsfall. Oder was ihr baut. Damit ihr gut informiert seid. Und Introduction. Und hier steht dann so ein bisschen nette Sachen, dass das außen sehr klassisch ist, aber innen modern. Wir gucken uns das mal alles an. Nochmal zur... Oh, ich habe das Grünzeug umgeworfen. Das ist ja belastend. So, haben wir? Zu dieser Box noch. Ich habe die wie ein Tier aufgerissen, als ich es bekommen habe. Macht es nicht, denn die ist viel zu schön dafür eigentlich. Ich habe jetzt hier so ganz hässlich zugeklebt. Das war... hier ist ein Siegel tatsächlich, das ihr öffnet. Aber warte, das müsst ihr noch nicht mehr öffnen. Das Einzige, was ihr wirklich öffnen müsst, ist das hier. Ich habe es auch hier noch seitlich aufgerissen. Also ich habe dem Ding echt Schaden zugefügt. Ihr könnt es dann nämlich, sobald ihr das hier unten gelöst habt, von der großen Box, die ist hier nämlich drin,
Jetzt wisst ihr, warum ich so auseinandergerobbt habe, gell? Weil ich jetzt schon wieder verwirrt bin und ich weiß, wie es aufgeht eigentlich. Man kann das hier rausziehen. Das ist nur so übergestülpt. Und das hatte ich nicht verstanden, deswegen habe ich das, wie gesagt, wie ein Tier aufgemacht. Da drin ist dann diese Box, die nochmal sagt, was ihr bekommen habt. Und die könnt ihr wiederum auch aufmachen. Ah, auch das versuche ich diesmal besser zu machen als bei meinem ersten Versuch. Der war auch ein bisschen mäßig. Die hat ein bisschen Widerstand, weil die hier so dicke Laschen hat, die hier so drin sind. Und wenn ihr das dann aufgemacht habt... Moment, wie geht das jetzt? Hier geht's weiter, genau. Ich sag euch, dann erwartet euch hier drin das Gebäude. Und diese beiden könnt ihr dann rausnehmen, erster Teil, zweiter Teil und die Sachen dann bauen. Also ihr bekommt, die haben sich Mühe gegeben mit der Box. Das wollte ich damit sagen. Das ist sehr schön. Die Ungeduldigen, wie gesagt, werden es aufroppen, so wie ich. Einfach nur versuchen ranzukommen an die Steine und dabei machen sie die schöne Box kaputt, so wie ich es gemacht habe. Das ist ein bisschen schade. Ihr bekommt einen wertvollen Brickseparator mit dazu. Einen Sack Ersatzteile. Und diese nette Anleitung. 140 Seiten, eigentlich ganz in Ordnung. Also nicht nur eigentlich, das ist in Ordnung. Sie ist recht handlich. Und drin die Bauschritte sind als Highlight immer dargestellt, was ihr verbaut aktuell. Und alle Bauschritte davor sind ein wenig blasser dargestellt. Ist natürlich super zur Orientierung. Ganz hervorragend. Es sind insgesamt 19 Bauschritte. Also abgepackte einzelne 19 Tüten. Und in diesen Tüten sind dann nochmal ein bis zwei kleinere Tüten mit Kleinkram drin. Aber alles sehr sauber sortiert, überhaupt keine Schwierigkeiten. Es gibt keine Prints bei diesem Set. Das finde ich sehr schön. Bei Keyplay wohl allgemein gibt es keine Prints. Das finde ich großartig. Habe ich hier vorne eigentlich jetzt was abgerissen mit meiner Dappigkeit? Den Kollegen. Der hätte dahin gehört. Ich stelle den dahin. Hier und da ist immer mal eine Noppe, das finde ich ganz schön. Kann man ein Viechchen setzen oder mal eine Figur, das finde ich eigentlich ganz, ganz praktisch. Jetzt muss ich mal eine Stelle finden, wo das Ding mal gescheit steht, damit es nicht schepp aussieht. So seht ihr, dass das hier über die Linie, also das hat einen Mini-Flex hier. Das ist der Flex, den das Modell hat. Also das ist völlig in Ordnung. Bei mir war es perfekt und das ist relativ bewundernswert, weil ihr seht, dass das drei Plates hoch ist. Das ist eine komplette Steinhöhe, diese Grundplatte. Das ist schon verblüffend, das gibt es tatsächlich selten. Normalerweise würde ja im Modular bei Lego oder sowas steht ja auf einer Baseplate und dann kommt eine Lage Fliesen drauf. Hier sind es zwei Lagen Plates und dann kommen die Fliesen oben drauf. Das ist ziemlich beachtlich. Ansonsten gehen wir doch mal in die Maße. Wir haben also natürlich 25,5 cm, weil wir die ganz normale Baseplate Größe ja eigentlich haben. Also 25,5 mal 25,5. Und das Ding ist 46 cm hoch bis zur Werbetafel. Der erste Stock ist bei 11 cm, dann kommen wir bei 20 cm, dann hier oben bei 30 cm und dann nochmal die Werbetafel. Also ein mächtiges Gebäude. Es ist ein sehr stabiles Gebäude und es hat tolle Teile und vor allem hat es großartige Prints. Und die gucken wir uns auch mal natürlich alle zwischendurch an. Ich hoffe, ich denke an alle, zeige sie euch alle. Und ich werde es jetzt mal in die Einzelteile zerlegen. Ich habe es noch nicht auseinandergenommen wieder. Ich habe es ein bisschen nur gebaut. Das war sehr lustig, hat sehr viel Spaß. Achso, Teilqualität ist hervorragend, ja, brauche ich nicht erwähnen. Skewman, also es sind diese Enlighten-Steine, auf allen Steinen steht ENLI und die sind erstklassig. Ich habe einen Kratzer, seht ihr den? Hier ist ein Kratzer drauf. Ich hoffe, ich denke dran, später nochmal an euch zu zeigen. Merkt es euch schon mal, auf der Scheibe ist ein Kratzer. Ansonsten bin ich sehr glücklich. Die Fliesen spiegeln, die Dachelemente sind großartig. Es sieht wirklich alles sehr gut aus. Auch hier auf den großen Scheiben bin ich happy. Hier sind so ein bisschen kleinere drauf. Aber der einzige Kratzer, der mich stört, ist hier drauf. Und wir haben auch hier auf diesen wieder Grünzeug abgerissen. Es ist immer das Gleiche mit mir. Auch hier auf den Flächen sieht man das eigentlich sehr schön, dass sie sehr farbneutral. Hier unten seht ihr aber eine Sache. Sie sind hier super farbneutral. Aber hier, das ist auch meine Hand, aber hier seht ihr, der Streifen ist heller rot und der ist heller rot. Also die kriegen die Farben wohl vom gleichen Lieferanten wie Lego. Nehme ich mal. Ich frage, ist doch nicht so schwer, oder? Solche Probleme hatte ich beim Mold King zum Beispiel noch nie. GoBricks-Steine sind die besten, sind besser als Lego-Steine, besser als alles am Markt. Das ist ein Lego-Problem hier wieder. Genau das gleiche wie bei denen. Finde ich schade. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ich nehme das jetzt mal auseinander. Ich habe es gebaut. Es hat mir viel Freude gemacht. Ich habe es aber nicht auseinander gebaut,
Die Plate Modified, mit denen die Ebenen miteinander verbunden sind, sitzen ziemlich fest. Ich bin mal gespannt, wie ich es auseinanderkriege. Aber ihr seid dabei. Das ist ja das Schöne. Wir gucken es uns mal an. Also, schauen wir mal. Dachkonstruktion? Okay. Das ging einfacher, als ich dachte. Weil das sind hier, das ist nicht so, wie ich es jetzt zum Beispiel von den Singbauhäusern oder sowas kenne. Weißt du, dass hier und da mal eine Noppa oder bei Blue Bricks häufig einfach nur eingekantet und ist sehr leicht abzuheben. Hier sind es 2, 4, 6, 8, 10 Noppen, die das Ding halten. Und man hebt 10 Noppen auf einmal raus. Und das habe ich ein bisschen Angst gehabt. Die Dachkonstruktion ist stabil, aber trotzdem, wie gesagt, 10 Noppen auf einmal ist halt so ein Thema. Und jetzt guck mal, wie wir das hier machen. Das ist eigentlich auch alles ein... Okay, das geht einfach. Das sind sogar 12 Noppen. Gut, das ging... Jetzt bin ich übermütig beim nächsten. Das geht wahrscheinlich easy. Das sind noch mehr. Aber 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16... Also, macht euch keine Sorgen. Das Ding ist super, super stabil. Gucken wir es uns doch mal an, oder? Die Abenteuer des Erdgeschosses. Ich sag euch, sie sind mannigfaltig und großartig. Einmal kurz, ich glaube, hier ist nichts Loses drin, ne? Das ist die Unterkonstruktion. Das heißt, es ist auch wirklich fast massiv. Echt, das Grünzeug. Grünzeug, ja. Ich habe es weggeraubt. Bis auf diese Aussparungen. Und das ist normalerweise das, was für diese enorme... Spannung sorgt. Wenn man drei Lagen vollständig durchpackt, dann wird das ein Problem. Das sind so kleine Entspanner, die helfen ein bisschen. Ich wundere mich aber trotzdem, dass es so gut läuft mit dieser Zweidrittelabdeckung. Es sind also sehr gute Steine, das will ich damit sagen. Und jetzt gucken wir es uns doch mal an, was wir haben. Das hier sind, ich sag's nochmal, alles Prinz, alles. Und zwar sind das Prinz, weiß nicht, ob meine Kamera das einfangen kann, der Fokus ist drauf, aber nee, das seht ihr nicht. Die sind erhaben, diese Prints. Also man kann die ertasten. Die sind mehrschichtig da drauf gepackt. Ich weiß nicht wie, aber perfekte Deckkraft, sehen sehr, sehr gut aus. Wir haben später auch noch oben beim Schild einen Print über mehrere Fliesen. Sieht super aus. Also drucken können sie. Auch das hier ist ein Print übrigens. Guck dich den mal an. Und guck mal, wie schön der ist. Der ist auch glänzend. Keine Kratzer drauf. Gar nichts. Wegklasse. Richtig. Richtig, richtig schön. Passt super zur 70620, finde ich, in den Jago City. Passt es großartig dazu. Das ist auch übrigens, das ist kein Schnäppchen, das Ding, gell? Habt ihr gemerkt, für 20% mehr kriegt ihr ein Modular Building von Lego. Aber es ist halt genauso gut. Also ist 20% günstiger. Das ist schon fein. Aber der Anspruch muss auch das Level sein. Also wir sind jetzt hier nicht bei, ja, ja, ist billig und so. Und dann haben wir halt nur mehr Kratzer als bei Lego. Und vielleicht passt man ein Teil nicht. Und ja gut, der Print ist nichts, aber der Aufkleber ist auch Schrott wie bei Lego. So, und die Sache, dass man sagt, ja, aber wir zahlen nur die Hälfte. Ja, was man immer mal sagt, wenn ich jetzt euch was vorstelle von Singbar oder von Blue Bricks oder irgendwas, dann sage ich ja hier, ist schon, ist okay, ist super, sieht gut aus, aber wir müssen immer mal ein paar Prozent abziehen, dafür kostet es die Hälfte. Ist hier nicht der Fall, ist nur 20% günstiger, aber dafür ist es mindestens so gut wie Lego. Also ich bin, die Prints sind auf jeden Fall besser als bei Lego. Und guckt auch mal jetzt rein, die Details, dann könnt ihr ja selbst entscheiden, wie es euch gefällt. Es ist halt leider wieder... Ich hätte ja mal gerne jetzt, hier seht ihr, wie gesagt, das sind die drei Steine, sind's. Die stören mich. Wie bei Lego halt. Prinz, vollflächig. Die großen, seht ihr die? Großartig. Und das hier sind Lichterchen, die könnt ihr einstellen, wie ihr das wollt, soll natürlich so ein bisschen das bescheiden. So, hier haben wir auch diese, da seht ihr einen Kratzer hier. Sind halt auch nicht einzeln gepackt. Die gehören mit dazu. Super stabil. Die Konstruktion ist großartig. Jetzt kommen wir hier vorne wieder hin. Diese Eingangstüren sind ganz nett, wobei ich eigentlich die ganz TransClear besser finde. Dieses Milchige da drumherum, finde ich, das macht die ein bisschen schäbiger, die Türen. Obwohl sie es nicht sind, aber ich finde, es sieht so aus. Ich mag die Vorhänge in dem Sand Green, das gefällt mir gut. Und wir sind wieder drumherum. Und jetzt aber von außen ist es nett. Das ist natürlich eine Erwachsenenserie, die ist nicht zum Bespielen da. Aber wir haben auch im Inneren immer mal wieder Noppen. Das finde ich gut, um eine Figur zu platzieren. Das hat mir bei den Western-Themen jetzt gerne mal gefehlt. So, jetzt schauen wir mal rein. Schaut mal. Alles gefliest. Alles. Da wird nicht gespart. Alles reingefliest und gescheit gefliest. Keine Mini-Fliesen, um Teile-Count hochzutreiben. Nein, nein. Es sind alles 2x2 Fliesen. Schöne. Und dann diese Jumper-Plates. Die sind immer abgerundet. Ich bin noch am Überlegen. An manchen Stellen gefällt es mir.
An manchen Stellen hätte ich aber lieber die normalen Jumper Plates. Ich sage jetzt mal die normalen, die man halt kennt, die eckigen. Wir haben einen schönen Treppenaufgang, das ist dunkelblau. Und hinten die Küche, ich zeige es euch nochmal schräg. Also da die Uhr ist natürlich auch ein Print. Ich gucke hier in meinen Kontrollmonitor, ihr kennt das ja von mir. Kleine Blumen in der Ecke. Dann drehe ich mal hier so ein bisschen weiter. Hier hinten ist es auch eine schöne Konstruktion mit dem Service Desk. Das sind auch... Oh, was habe ich jetzt erwischt? Was da? Was ist das? Ach, eine Schublade aus dem... Ja, da ist ein Schrank. Da ist... Ja gut, wenn ich die auf den Kopf stelle, kommen die raus. Okay, ja, sehe ich ein. Wo war ich? Hier, das ist ein Prinz. Auch wieder ein bisschen Bilder oder wird irgendwas angezeigt, weiß ich nicht. So, da ist die Schublade, die mir rausgefallen ist. Das ist der Flat Silver übrigens, da hinten das Regal. Das ist nicht dunkelgrau. Dann haben wir... So, gehen wir rein. Hier ist ein schön gebasteltes Regal, was man ja auch von außen gut sieht. Dann hier noch die Kasse und so weiter. Und hier hinten ist dann so ein bisschen Vorratsraum, würde ich sagen, oder? Von der Küche. Bisschen ein Regal. Und da ist die Küche. Küchenzeile, Dunstabzugshaube natürlich. Das hier ist irgendwie hier. Da haben ein paar Teller oder sowas hingestellt. Oder ist irgendeine kleine Bonuskochnummer. Hier natürlich noch ein bisschen was Klima nach draußen. Und das ist so ein... also entweder mag die Küche sehr die Gewürze und hat deswegen ein schönes Bild aufgehängt von Gewürzen. Oder sie benutzen die Gewürze selbst. Das kann ich nicht beurteilen. Eins von beidem ist es so, und die habe ich ein bisschen schief aufgehängt. Die hängen an einem einzelnen Brick Modified. Was ein Special ist bei Keyplay oder Cumin, seht ihr hier diese Kanten, diese Löcher? Das sind die Rückseiten von Brick Modifieds. Das ist, wenn man Brick Modified einfach nur mit zwei Noppen auf der Vorderseite, um zum Beispiel ein Bild aufzuhängen. Und auf der Rückseite sind diese Bricks nicht absolut kantig, sondern sind abgerundet an den Seiten. Das ist eine interessante Designidee. Sieht aber auf der Rückseite natürlich dann ungewohnt aus, weil es halt so, weil ein Stück fehlt sozusagen. Das sind aber schöne Steine, die fassen sich gut an. Aber guck. Also richtig klasse finde ich den hier, den Print. Und auch wieder, man kann ertasten, er macht ein anderes Geräusch. Sehr schön. So, habe ich irgendein Detail vergessen? Kannst du mal da... Ach, hier haben wir noch so einen Vorhang. Seht ihr den? Unter der Treppe ist so ein Vorhang noch. Da. Den kann man hin und her bewegen, um das abzutrennen. Kleiner Vorhang. Und natürlich auch dieser Bogendurchgang. Den seht ihr von hier besser. Den Bogendurchgang. Ich finde es sehr nett. Also, es macht mir Spaß. Ich mag die Farbkombination. Dunkelrot finde ich sowieso klasse. Mich stören die drei Steine da. Ja, zwei, drei Steine, die farblich... ein bisschen zu hell geraten sind. Oder die drumherum sind zu dunkel, sucht es euch aus. Auf jeden Fall ist es nicht ein roter Farbton und das finde ich sehr schade. Dunkelblau dazu ist toll. Alles hervorragend gefliest, tolle Fliesen, kein einziger Kratzer, nur meine Patschfinger drauf. Ansonsten ist alles sehr gut. Schild hier vorne habe ich gezeigt. Pflanzen gezeigt. Ich glaube, hier waren auch keine Bautechniken, die mich hoch fasziniert haben. Hier ist vielleicht noch zu sagen, das sind alles zwei Plates hohe Round Bricks. Das sind nicht die normalen. Seht ihr die? Das spiegelt sehr. Weil so hell ist, seht ihr? Die sind niedriger als die wir sonst kennen. Das ist nochmal ein Special. Nur um es nochmal erwähnt zu haben. Ja, die Plakate hier gefallen mir. Es hätten auch bei den Ninjago City die Filmplakate und so sein können. Es hätte mir auch sehr gefallen, wenn das alles gedruckt worden wäre. Bei Ninjago City habt ihr einen DIN A4-Seite Aufkleber mit dabei. Sehr schade. So, dann stelle ich den mal hier rüber den Stock. Das Erdgeschoss. Und dann sind wir im ersten Stock. Erstes Stock in Ten gehalten. Mit einer sehr großen, schönen Scheibe. Die allerdings für mich was gemacht hat, was ich doof finde. Das zeige ich euch gleich. So, also erstmal hier wieder die Konstruktion. Stabil und ohne Probleme. Da gibt es auch keine Spannungsthemen, weil ja immer dazwischen Lücken sind. Wir haben wieder die Vorhänge. Das ist alles sehr fein. Und war hier der Kratzer, der mich gestört hat? Oder kommt der im nächsten Stock? Ich glaube, im nächsten Stock dann. Oder? Ja, nächsten Stock. So. Hydranten noch umgemeiert. Ich räume alles ab. Wieder die Vorhanggeschichte dahinter, die kleinen Tische. Die gibt es häufiger, ist immer eine ähnliche Angelegenheit. Eine kleine Terrasse mit einem schicken kleinen Bäumchen. Hier auch wieder Prinz natürlich dran. Erinnert euch auch da wieder an den Ninjago City. Ähnliche Konstruktion, auch mit diesen Klammern in diesen Zäunen festgemacht. Aber dann mussten überall immer Aufkleber dran. Sehr schade, mit dem Print sieht es natürlich sofort viel edler aus. Das hier oben auch eine nette Designidee, die sie aufnehmen. Auch das hier
vollständig bedruckt, Hotpot, das hier oben ist bedruckt, selbstverständlich, richtig schön. Und das stört mich, die hier und die. Die beiden Noppen stören mich. Und das ist das Einzige, was mich vom Design her stört, an dem ganzen Set. Das sind auch so kleine Plate Modified. Und diese Plate Modified hätte ich einfach weggelassen. Einfach weglassen, zwei normale Plates hinsetzen, ganz normale, weglassen das Ding. Stört überhaupt nicht. Diese Fliese würde problemlos an der Noppe und an der Noppe festhalten. Das würde ausreichen. Ich würde auch die hier weglassen, die man so angedeutet sieht. Auch die ist nicht nötig. Die eine langt, die hier drunter und die da langt. Alles andere weglassen. Das gibt eine viel elegantere Erscheinung. Könnt ihr dann zu Hause machen? Ich verstehe es nicht ganz. Ich habe auch in der Anleitung nachgeguckt, nicht, dass ich es falsch gemacht habe. Nein, die Noppe sieht man. Und das finde ich unglücklich. Ich nenne es mal wirklich unglücklich. Das wäre nicht nötig gewesen. Ansonsten hier so ein bisschen Deko drumherum und so, ganz lieb. Dann haben wir hier wieder eine komplette Wand, alles in Ordnung. Hier seht ihr wieder die Löcher. Das sind wieder die Brick Modified, weil in innen Bilder hängen. Und hier nochmal einen großartigen Druck wieder dahinter. Super, hier auch wieder natürlich mit den Scheinwerfern, um es anzuleuchten. Das hier oben sind übrigens auch, das läuft bei denen anscheinend auch als Brick Modified. Für mich ist es ein Technic Brick mit Achsaufnahme, aber von innen seht ihr dann auch wieder abgerundet, links und rechts. Gleiche Geschichte. So, dann gucken wir noch mal rein. So sieht's aus. Ein paar nette Tische natürlich, schöner Gastraum, wie sich das gehört. Die dunkelblaue Treppe wieder, die hochgeht. Und ihr habt wieder verschiedene Noppen, damit ihr Figuren absetzen könnt, wenn ihr möchtet. Hier war noch, so wollte ich es euch zeigen, da sind auch wieder die Bilder an der Wand. Auch wieder natürlich sehr schön bedruckt, super Fliesen, überhaupt kein Problem. Es ist wirklich alles schön. Hier wieder die Türen zum Aufmalen. Das sind die gleichen, die ihr von unten kennt auch. Auch wieder ein bisschen schade, dass die diese matte Umrandung haben. Für mich, wie gesagt, für meinen Geschmack, hätte es auch da eine andere getan. Hier auch nochmal ein spannendes Teil. Das ist auch ein Brick, 2/3 hoch. Transclear. Der hier dazwischen. Und obendrauf ist dann eine Transclear Jumper Blade, um die Fliese aufzunehmen. Spannendes Teil. So. Also ich setze jetzt einfach nochmal ab. Und wir gehen zum nächsten Stockwerk. Und hier kommt die kaputte Scheibe an den Start. Also kaputt. Da, seht ihr den? Wo sieht man ihn am besten? Da ist ein Kratzer. Der geht hier so diagonal. Das ist wirklich ein sichtbarer Kratzer. Keine Ahnung, ich muss mal gucken, ob ich den rauspoliert kriege. Die restlichen kleinen Kratzer kriegst du alle rauspoliert. Das Ding geht, glaube ich, ein bisschen tiefer. Muss ich mal gucken. Hat in der Tüte wohl mit irgendeinem anderen Fenster hier gekuschelt und hat einen abgekriegt. Das ist das Einzige, was ich bemängeln kann. Alles andere ist Kleinigkeiten, kein Problem. Und die Milchigkeit der anderen Türen. Ja. Ich würde einfach normale Türen da reinsetzen. Fertig aus. Das ist der 60596er Rahmen. Kann man einfach irgendeine Tür reinsetzen. Wobei das der Rahmen ist, der auf beiden Seiten die Löcher hat. Bei den Lego-Rahmen, bei den neuen, bei den 60596ern, gibt es die beiden Punkte nur noch auf einer Seite, um die Türen reinzusetzen. Bei den alten Lego-Rahmen war es auf beiden Seiten. Ist auch der Grund, warum alte Modular-Buildings zum Beispiel so teuer sind. Die haben noch die alten Rahmen drin, die ein abenteuerliches Geld kosten. Ah, richtig. Also, Konstruktion. Gleiche Geschichte. Hier haben wir einen tollen Wandprint. Sieht super aus, die drei. Das ist eine wirklich aufwendige Art zu drucken. Das muss man in der Hand gehabt haben, muss man sich mal von Namen angeschaut haben. Das ist richtig leuchtend. Also die benutzen da gescheite Farbe. Ich weiß nicht, wie oft die da drüber drucken oder ob es einfach bessere Druckmaschinen sind oder bessere Farbe oder was auch immer die da machen. Das sieht richtig gut aus. Wirklich, wirklich gut. Auch auf der Seite hier nochmal. Auch nochmal nett. Und ansonsten ist da ein kleiner Tisch, es ist voll gefliest. Blümchen, damit ich es abrupfen kann. Hier oben nochmal ganz viele von den Jumper Blades. Vorne auch nochmal Doppelprint Seafood. Hier an der Seite auch von drei Seiten mit dem Print versehen. Drunter sind das 2x2 Plates in Translite Blue. Sieht spitze aus. Das ist ein sehr schönes Stockwerk. Doofe Kratzer vorne in der Scheibe. Der ist unnötig, den hätten wir nicht gebraucht. Ach und, bei dieser Konstruktion hier hat es mich einfach nur gekillt, dass hier die Plate mit Rail oben ist und hier die Plate mit Rail unten ist. Ist so geplant, steht in der Anleitung. Bringt natürlich das auf gleiche Höhe, weil die hier ja übereinander gestapelt sind.
Aber es macht mich fertig, dass ich das unterschiedlich baue, links wie rechts. Komme ich irgendwie nicht drauf klar. Aber es sieht, wenn es fertig ist, gut aus. Ich darf halt nur nicht drüber nachdenken, dass ich es quasi falsch rum gebaut habe, damit es später richtig aussieht. Das ist irgendwie verwirrend. Aber es passt so drauf und wir gehen zum Dachgeschoss und zu diesem Turboprint da oben. Also hier sind diese Dinger dran. Das ist jetzt wieder das, von dem ich eben gesprochen habe. Das ist auch jeweils wieder so gebaut, dass das unten ist, das oben und damit ist es auf gleicher Höhe. Macht mich kirre. Sehr stabiles Dach. Also ihr seht da drin die Bricks. Erst so gelegt, danach alles voll mit den Slopes. Ohne Ende. Highlight an der ganzen Geschichte ist aber dieser Print. Alles andere ist einfach nur Gemüse, was man da anbringt. Zieht euch den Print rein. Über mehrere Fliesen. Das ist, als wär's eine. Da ist kein, da ist gar nichts. Das ist nicht ein, das, ich meine, die bringen das an auf der Plate und danach bedrucken die das. Anders kann das so gut nicht klappen. So einen Druck habe ich noch nie gesehen. Bester Druck in der gesamten Noppenstein-Historie. Guck, und ja, hier seht ihr so ein bisschen, weil er so groß ist. Hier seht ihr, guck mal, der hat Profil. Der hat, das ist der Tiefe der Druck. Und auch das Gelbe hier oben ist, das ist gelb leuchtend. Da schimmert nicht schwarz drunter durch. Es ist, weiß ich nicht, wie die das machen. Keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus. Die machen es aber richtig. So stelle ich mir einen Druck vor in einem 100-Euro-Set. Und nicht den Schrott, den man da manchmal kriegt. Das sieht wirklich gut aus. Und auch weil man, das ist so, das hat, sieht gut aus. Sieht einfach gut aus. Freut mich. Der hat mir gefallen. Ich werde mir noch mehr Keyplay-Sets kaufen und hoffe jetzt immer auf den Print. Die Sache ist natürlich, jetzt haben sie angefangen auf dem Level. Jetzt erwarte ich das natürlich bei jedem Haus. Ja, ist ja vollkommen klar. So, jetzt muss ich die wieder alle draufsetzen. Es sind mir zu viele. Ich glaube, ich würde es ändern, wenn ich es behalten würde und mir hinstelle zu meiner in Iago City. Es sind so viele Noppen, die man gleichzeitig treffen muss, damit jede Etage einsackt. Also vor allem beim Dach fällt es mir auf. Es geht gut runter, wie ihr gesehen habt. Also man kann die einfach abnehmen, ohne Probleme. Das Haus ist auch in sich stabil. Man kann einfach quasi draufdrücken und es rastet ein. Aber es sind schon viele Noppen. Also wenn man plant, das häufiger mal auseinanderzunehmen und wieder zusammenzusetzen, würde ich ein paar von diesen Plate Modified mit den zwei Noppen würde ich schmeißen und durch Fliesen ersetzen. Weil es ist unnötig. Das ruckelt eh nicht groß rum. Es hat natürlich wieder klar die Asia-Optik. Ist nicht weiter verwunderlich. Aber ich freue mich, vom Mold King habe ich im Zulauf ein modernes Haus. Das möchte ich mir auch mal angucken. Ich möchte auch mal weg von diesen Modular Buildings, die Lego macht, die auch alle natürlich putzig sind. Und ich möchte mal zu so einem modernen, glatten Look. Da freue ich mich. Das werden wir uns zusammen auch noch angucken. Bin ich gespannt, wie das ist. Mold King sind die besten Steine. Da freue ich mich auf den Bau. Das wird ein glattes Fest. Aber ich habe von denen noch kein Modular gebaut. Keine Ahnung, was mich da erwartet. Das gucken wir uns mal an. Hiervon bin ich auf jeden Fall begeistert. Ich habe es vielleicht ein, zweimal erwähnt. Die Prints sind ein Traum. Die Konstruktion ist super stabil und ich mag die vielen Details, die überall reingearbeitet sind. Es ist nicht, also auch wenn es jetzt vielleicht so wirkt, es ist ein bisschen höher und irgendwie mächtiger als die Modulars von Lego, aber jetzt so ein aktuelles 150, 160 irgendwie Modular Building von Lego hat auch das gleiche Gewicht, also die sind beieinander. Sind vielleicht 100 Teile mehr, weniger, aber die sind, das ist wirklich vergleichbar und deswegen ist das hier nicht so viel günstiger, 20% günstiger als ein vergleichbares Lego-Produkt. Und ich finde, das ist also auf jeden Fall deswegen ein Schnäppchen im Vergleich. Weil es ist mindestens genauso gut. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Wenn ihr Lust habt, guckt einfach mal rein. Ihr müsst halt nur die Bubbleheads mögen. Ich glaube, vielleicht wachsen sie uns mit der Zeit ans Herz. Ich weiß es noch nicht so ganz genau. Ist bei mir noch nicht ganz vorne angekommen. Aber die Friese war der Knüller. Über die habe ich mich wirklich gefreut. Die werde ich behalten, glaube ich, die Figur. Die finde ich lustig. Also, so ist es. Ich wünsche euch eine großartige Zeit. Habt nette Leute um euch und bis bald.